Hi, gestern haben wir uns mit einer positiven Fehlerkultur beschäftigt und wir haben dabei im Wesentlichen auf die menschliche Ebene geschaut. Wir haben gesagt, es ist normal, dass Fehler passieren. Fehler werden auch regelmäßig passieren, aber Fehler machen ist prinzipiell nicht schlimm. Man kann aus Fehlern was lernen und quasi die Fehler damit versuchen, zumindest ins Positive zu drehen, dass man eben konstruktiv etwas aus der Situation mitnimmt, dass ein Fehler passiert ist. Womit wir uns nicht bzw. noch nicht beschäftigt haben, ist aber die Frage, wie behebt man denn eigentlich Fehler? Und da ist klar, um einen Fehler beheben zu können, muss man natürlich erstmal wissen, was der Fehler eigentlich genau ist bzw. was die Ursache ist, dass dieser Fehler auftritt. Und wenn man sich auf Fehlersuche begibt, dann gibt es manche Fehler, die sehr offensichtlich sind, also beispielsweise die Anwendung stürzt ab, es wird ein Stacktrace ausgegeben, im Stacktrace steht drin, in der und der Zeile ist was schiefgegangen, man guckt in diese Zeile rein und weiß sofort, jo, das ist der Fehler und man kann das direkt beheben und damit hat sich die Sache erledigt. Bei anderen Fehlern ist das sehr, sehr viel schwieriger. Es kann sein, dass man sehr lange suchen muss, dass es sehr komplex ist, die Situation überhaupt nachzustellen. Im allerschlimmsten Fall treten Fehler nicht regelmäßig, sondern nur sporadisch auf. Das ist eigentlich die am schwersten aufzudeckende Art von Fehlern, wo man einfach, weil man es nicht gut reproduzieren kann und so weiter. Und der Punkt ist, wenn etwas schief geht, kann man nicht vorhersagen, welche Art von Fehler es sein wird. Klar, wenn man auf die Zeile, in der der Fehler auftritt, draufschaut und sofort weiß, was der Fehler ist, dann muss man nicht auf Fehlersuche gehen. Aber sobald man anfangen muss zu suchen, kann es eben sein, dass man nach 3 Minuten das Ergebnis gefunden hat oder auch vielleicht erst nach 3 Tagen oder 3 Wochen. Das ist ein Effekt, den wird vermutlich jede Entwicklerin und jeder Entwickler kennen. Und der Punkt dabei ist einfach, dass man die Zeit, die man zur Fehlersuche benötigen wird, nicht gut vorhersagen kann. Insofern, das ist viel, viel schwieriger abzuschätzen. Im Grunde genommen ist es unmöglich abzuschätzen, anders als bei einer Feature-Entwicklung, wo man ja eine grobe Idee hat, wie man vorgehen will. Fehlersuche ist oft, hat oft eben was von Zufall, wann oder wie man auf die entsprechende Ursache stößt und wie tief man sozusagen graben muss. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass Softwareentwicklung sehr, sehr komplex ist. Und es ist manchmal, weil man einen gewissen Tunnelblick hat, weil man eine gewisse Perspektive auf die Dinge hat, auch sehr, sehr schwierig, Fehler alleine und eigenständig zu finden. Es ist auf jeden Fall so, dass Fehlersuche wesentlich besser zu zweit funktioniert. Über dieses generell zu zweit arbeiten und eben auch solche, wenn man um Hilfe bittet, das quasi nicht als Schwäche, sondern als Stärke zu interpretieren. Darüber haben wir uns im Advanced Special Nummer 2 schon mal unterhalten. Das verlinke ich euch hier nochmal in der Infocard. Und der Punkt bei der Fehlersuche ist letztlich, dass man bei der Fehlersuche natürlich über kurz oder lang auf irgendein Problem stoßen wird, was diesen Effekt verursacht. Das Problem an der Sache oder die Frage, die man sich dann stellen sollte, ist aber, ob man wirklich die Ursache gefunden hat oder ob das, was man gefunden hat, nur die Folge einer tiefer liegenden Ursache ist. Also es kann ja durchaus sein, dass man die Ursache für den aktuellen Fehler findet, dass aber diese Ursache selbst schon eine Reaktion auf ein tiefer liegendes Problem ist. Das heißt, man muss eben nach der wahren Ursache forschen. Und das heißt, man muss quasi Schicht für Schicht für Schicht abtragen, bis man die eigentliche ursprüngliche Ursache tatsächlich gefunden hat. Weil der Punkt ist, man will ja die Ursache beheben und nicht nur die Symptome. Weil es kann ja durchaus sein, dass die eine Ursache für ganz unterschiedliche Symptome zuständig ist. Und genau das, dieses immer weiter graben und immer nochmal nachfragen und warum passiert das jetzt und warum passiert jenes jetzt, genau das ist die sogenannte Problemwurzelanalyse oder im Englischen die Root Cause Analysis, wo man eben schauen soll, dass man wirklich die eigentliche Wurzel, den Kern des Übels sozusagen findet und den dann beheben kann. Und das fällt eben, wie gesagt, zu zweit häufig sehr viel leichter. Und das ist auch etwas, was wir bei The Native Web, wo wir uns häufig mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen zusammentun, einfach um zu zweit auf Fehlersuche gehen zu können, weil man dabei wesentlich effektiver und effizienter ist. Und es ist deswegen so wichtig, diese eine wahre Ursache zu beheben und nicht die Symptome zu bekämpfen, weil diese eine Ursache unter Umständen ja ganz viele Auswirkungen an verschiedenen Stellen haben kann. Und das ist auch was, was ich im Lauf meiner Entwicklerlaufbahn immer wieder festgestellt habe, dass es eben, man hat vielleicht eine Reihe von Fehlern und wenn man einen davon behebt und wenn man ihn eben nicht nur oberflächlich behebt, sondern wenn man ihn wirklich ursächlich behebt, dass dann sich auch einige der anderen Fehler auf einmal in Luft auflösen, weil sie sich am Ende des Tages alle auf die gleiche Ursache haben zurückführen lassen. Genau deswegen ist es auch so wichtig, das Null-Fehler-Ziel anzustreben. Darüber haben wir im Advanced Special Nummer 4 schon mal gesprochen. Auch das verlinke ich euch hier nochmal in der Infocard. Das heißt, dass man also sich zuerst um die Fehlerbehebung kümmert, wenn ein Fehler aufgetreten ist, bevor man weitere Features aufbaut, einfach um wieder zu einer stabilen Basis zu kommen. Und an der Stelle schließt sich im Grunde genommen der große Kreis, dass man nämlich am Ende des Tages zu dem Punkt kommt, das, was hinter all dem
steckt, was die Annahme, die all dem zugrunde liegt, ist letzten Endes, dass man eben Qualität sehr, sehr hoch schätzen soll und dass man Qualität wertschätzen soll und dass eine hohe Qualität etwas ist, was eben den Zeitverlust, den man durch den zusätzlichen Aufwand verbraucht, sozusagen, oder den man dadurch erringt, den Zeitverlust, dass der eben wettgemacht wird langfristig einfach dadurch, dass man eine viel bessere, viel hochwertigere Ausgangsbasis und ein viel besseres Fundament hat für die weitere Entwicklung. Für heute möchte ich mich bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt dann daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos von YouTube benachrichtigt werdet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Wir sehen uns morgen am Sonntag um 16.15 Uhr wieder zum Adventsspecial Nummer 20. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.